Hallo meine Lieben, da ich mich zurzeit mit Irrmeier beschäftige und seinen Prophezeiungen, wollte ich mal ein Gedankenspiel bezüglich Einmärsche und besetzte Städte oder zerstörte Städte mal äußern. Aber was machen wir denn, wenn durch die hiesige Politik und NATO-Politik das ganze Szenario viel zeitiger kommt, als die Prophezeiungen von Irrmeier eintreten? Ich habe mir darüber mal folgende Gedanken gemacht und ich würde euch bitten, mir eure Meinung in den Kommentaren mitzuteilen, ob ich in einer Klatsche habe oder ob an meinen Überlegungen was dran sein könnte. Ausgangspunkt ist der Ukraine-Russland-Konflikt, Krieg, wie auch immer, und das Nicht-Eintreten der Irrmeier-Prophezeiungen oder anderer Seher. Wie wäre denn das Vorgehen bezüglich Einmärsche, Besetzungen, Bombardierungen und Ähnliches in Deutschland? In meinem Gedankenspiel wären folgende zeitliche Abläufe denkbar. Und zwar, da ja Russland schon in der Ukraine einmarschiert ist, der Grund hierfür spielt keine Rolle. Die Ukraine ist ja am europäischen Stromnetz mit eingebunden. Also wäre es für russische Hacker kein Problem, das europäische Stromnetz lahmzulegen. Das heißt also großflächiger Blackout in Europa. Das bedeutet natürlich auch, die Kommunikation ist lahmgelegt. Ich denke auch, dass die Satelliten für die Kommunikation lahmgelegt werden. Natürlich sind dann noch nicht alle Kommunikationswege, die den einzelnen NATO-Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, noch nicht komplett ausgeschaltet. Das wäre dann also das Erste, was Russland und seine Verbündeten machen würden. Also das erste Ziel wäre, Kommandos und Kommunikationsplätze in Deutschland, wenn nicht sogar europaweit, lahmlegen oder besetzen. Jedenfalls nicht zerstören, weil die ja selbst genutzt werden könnten. Gleichzeitig würden unter anderem Kommandozentralen für Armee, Marine, Infanterie besetzt werden, nicht bombardiert, weil diese ja auch genutzt werden können. Auch Flughäfen werden nicht zerstört, sondern nur besetzt und selbst verwendet. Unter anderem würden dann der Hamburger Hafen, Köln-Bonn, der Bremer Hafen, Stuttgart, auch Frankfurt am Main würde besetzt werden. Dort ist ja die Finanzzentrale der Europäischen Union und auch die Börse. Natürlich wäre eines der ersten, was mit besetzt werden würde, Gelnkirchen, wo das NATO-Hauptquartier ist. Und auch die anderen Militär-Nachrichtendienste, die in Deutschland sind, wären erste Angriffsziele oder Besetzungsziele. Und erst dann, wenn das alles geschehen ist, wäre Berlin dran, weil ihr wisst warum. Aber was haltet ihr von dieser Idee? Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren mal eure Meinung dazu sagen. Tülütü!